Dieses Experiment ist nichts für Kinder. Es muss zwingend ein Erwachsener dabei sein. Der sichere Umgang mit Chemikalien ist Voraussetzung. Eine Schutzbrille ist zu tragen. Die Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten. Sicherheitshinweise: Kaliumpermanganat hat die Wassergefährdungsklasse 3, stark wassergefährdend, was neben seiner Oxidationswirkung bei der Entsorgung von Permanganatresten zu beachten ist. Kaliumpermanganat ist von nur geringer akuter Toxizität. Besitzt durch seine stark oxidierende Wirkung jedoch eine ausgeprägte Reizwirkung auf lebendes Gewebe, sodass es leicht zu Verätzungen kommt. Jeglicher Kontakt jenseits der medizinischen Anwendung oder gar orale Aufnahme ist also zu verhindern. Permanganatstäube verursachen am Auge eine Trübung der Hornhaut. Die Verfärbung der Haut selbst, die bei Kontakt auftritt, ist hingegen harmlos und wird durch bei der Reduktion des Permanganats entstehenden Braunstein verursacht. Größere verfärbte Areale lassen sich durch Lösung von Sulfiden wieder entfärben. Infolge seiner starken oxidierenden Wirkung reagiert Kaliumpermanganat mit vielen reduzierend wirkenden bzw. brennenden Stoffen teils sehr heftig. Es kann selbst Entzündung eintreten. Mischungen mit solchen Stoffen, die nicht zu spontaner Reaktion führen, sind extrem feuergefährlich und reagieren dann unter Umständen explosionsartig. Wir übernehmen keinerlei Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die bei der Durchführung des Experiments entstehen. Dies ist eine Vorführung, welche in der Notsituation hilfreich sein könnte. Wir raten aber davon ab, dies einfach so nachzumachen. Euer Günni and Friends Survival Team. Hallo Leute, heute zeigen wir euch, wie man mit Hilfe von Kaliumpermanganat und Glycerin Feuer machen kann. Das Kaliumpermanganat war lange Zeit Ausrüstung beim Militär. Die Mannschaft habe es dabei gehabt in Krisenregionen, um ihr Wasser keimfrei zu machen, also um Trinkwasser herzustellen. Dafür habe sie einfach einen 10 Liter Kanister genommen, nur ein paar Milligramm Kaliumpermanganat reingeben, dann war das Wasser zwar lila, aber es war keimfrei. Das Glycerin ist sicherlich auch bekannt. Glycerin ist oft verwendet zum Einreiben von Autogummis, dass sie geschmeidig bleiben. Er wird auch im Kühler verwandt. Hat das Militär das auch früher dabei gehabt, um ihr Kühlerwasser frostsicher zu machen. Ist eigentlich auch Ethylenglykol, gleiche Stoff. Und somit hat es auch das Militär dabei gehabt. Und wenn es in kalter Region war und sie haben schnell Feuer haben gewollt, dann haben sie einfach das Kaliumpermanganat und das Glycerin zusammengemischt und hat es schnell Feuer gegeben. Was wichtig wäre zu sagen, es ist ein chemisches Experiment und somit für Kinder nicht geeignet. Es sollte immer ein Erwachsener dabei sein, weil die Stoffe nicht ganz ungefährlich sind. Heutzutage bekommen wir auch die Stoffe in der Apotheke, nur wenn man nachweisen kann, dass man nichts Schlimmes mit anstellt. Als vertrauensvolle Person. Was man auch berücksichtigen muss, dass man mit solchen Stoffen umgeht, weiß, was man tut. Und auch wenn man solche Sachen eine Schutzbrille trägt, wäre es immer von Vorteil. Ich habe den Fall jetzt auch eine Brille auf, sieht man auch nicht im Video. Ja. So, beim Kaliumpermanganat und dem Glycerin handelt es sich um eine exotherme Reaktion.
Also sprich, das Glycerin wird oxidiert und dabei entsteht dann die Wärme. Die Wärme ist dann so hoch, dass das Wattepad oder anderer Stoff entzündet wird. Jetzt fangen wir mal an. Ich mache jetzt einfach das Wattepad ein bisschen auf. Dann sieht man es vielleicht besser, hoffe ich mal. Nur eine kleine Menge. Also so viel würde ich genüge. Das Glycerin machen wir es genauso. Das wird man jetzt auf der Kamera schlecht sehen, weil es durchsichtig ist. Also so eine halbe Kappe voll. Und das gebe ich jetzt drauf. Und es brennt. Ja, wenn das Video jetzt euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Oder was noch besser ist, abonniert unseren Kanal. Und ihr könnt euch gerne auch unten im Video oder in den Kommentar irgendwas hinterlassen. Somit wissen wir dann, dass es euch gefallen hat oder was ihr gerne von uns sehen würdet. Also ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.